Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 154. Papier ist geduldig. Am nächsten Tag, noch vor Silvester, machte Hermine mit Ginny und Harry einen Ausflug in die Winkelgasse, wo sie ein Geburtstagsgeschenk für Severus besorgen wollte. Das genaue Datum hatte sie seit Jahren aus der Geburtstagsanzeige behalten, die sie damals im Tagespropheten gesehen hatte. Doch sie hatte sich nochmals erkundigt, ob ihr Gedächtnis sie nicht trüge. Albus hatte es ihr bestätigt, der 9. Januar. Severus hatte im kommenden Jahr auf einen Freitag Geburtstag, genau wie sie in diesem Jahr hatte. »Was willst du ihm schenken, Mine?«, fragte Harry, der wie verzaubert vor einem Schaufenster stand und sich Quidditch-Utensilien betrachtete. »Auf jeden Fall kein Buch.« Wegen Hermines trotzig wirkender Aussage wandte er seinen Blick von dem Schaufenster ab und starrte sie verdutzt an, sodass sie erklärte. »Er rechnet bei mir mit einem Buch, also bekommt er keines.« Leise murmelnd, doch noch immer für beide verständlich, fügte sie hinzu. »Ich bin ja nicht berechenbar.« Ginny lachte, während sie arge Mühe hatte, Harry von dem Sportshop wegzuziehen, damit sie sich durch die vielen Menschen weiter durch die Winkelgasse kämpfen konnten. »Wie wär's mit etwas Schwarzmagischem?«, fragte Harry. Das Ehepaar, welches die drei gerade passiert hatte, blickte ihn mit großen Augen an, sodass Hermine empfahl. »Könntest du so etwas bitte ein wenig leiser sagen? Außerdem hatte ich ihm bereits einen Gutschein von Bergen & Bergs zu Weihnachten geschenkt. Es sähe ein wenig einfallslos aus, wenn ich nochmal mit einem ankäme.« Ginny hakte sich bei Harry unter und sagte an Hermine gewandt. »Warum fragst du nicht einfach Draco, was man Snape schenken könnte?« »Ich will selbst etwas finden«, antwortete Hermine, während sie sich einen Überblick über die Läden in der Gasse verschaffte. Harrys Augen glänzten, als er vorschlug, »Besuchen wir doch kurz Fred und George, wenn wir schon hier sind.« »Nachher, Harry«, beruhigte Hermine ihn. »Vorher möchte ich ein Geschenk finden.« Nachdem Ginny über einen großen Matschhaufen aus dreckigem Schnee und Schlamm gehüpft war, machte sie den nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag. »Kannst du mir Feuerwerkskörper mitbringen?« »Da drüben, wir könnten zur Phantasmplanetare reingehen«, sagte Hermine, die ihre beiden Freunde bereits in die Richtung drängte. Machte Harry. »Einem Zaubertrankmeister Zaubertrankzutaten schenken? Na, ich weiß ja nicht, ob es origineller ist.« »Ich will ja nur mal schauen. Oder fällt dir was anderes ein?« Während die drei den Laden betraten, in welchem Hermine bisher nur einmal gewesen war, als Severus sein bestelltes Drachenei hatte zurückgehen lassen, da fragte Ginny. »Mag er Süßes?« »So etwas wird sicherlich Remus besorgen«, antwortete Hermine gewissenhaft, während ihr Blick bereits über die Trankzutaten schweifte. Von der kleinen Glocke an der Tür war Mr. Heath aufmerksam geworden, sodass er aus dem Lager in den Verkaufsraum trat und höflich fragte, »Darf ich Ihnen behilflich sein?« Hermine drehte sich um und sagte, »Nein, danke. Ich möchte mich erst einmal umschauen.« »Selbstverständlich«, sagte Mr. Heath und nickte ihr einmal zu. In diesem Moment kam eine ältere Frau in den Laden, und Mr. Heath wandte sich zuvorkommend an seine neue Kundin, sodass die drei in Ruhe in den Regalen stöbern konnten. Hier und da nahm Hermine ein Fläschchen mit Flüssigkeit oder ein Glas mit Pulver in die Hand und las das Etikett. Doch alles stellte sie enttäuscht zurück. Im Hintergrund hörte sie die Kundin fragen,
Ich suche etwas für meinen Enkel zum Geburtstag. Eine kleine Auswahl an Zutaten, damit er noch vor der Schule ein wenig üben kann. Wie alt ist der liebe Enkel denn? Fragte Mr. Heat. Er wird nächste Woche 9 Jahre alt, antwortete die Kundin, so dass Mr. Heat sich bereits mit dem gezückten Zauberstab den Regalen zuwandte. Wenn möglich, fügte die Kundin hinzu, sollte nichts dabei sein, mit dem er Schaden anrichten kann. Keine Sorge, ich denke, für diese Altersklasse habe ich etwas Passendes. Einen Moment! In diesem Augenblick drehte Hermine sich um und sah, wie Mr. Heat aus den obersten Regalen eine große Kiste per Aufrufezauber zu sich holte, die er öffnete, um der Kundin den Inhalt zu präsentieren. Er zeigte der Dame die Zutaten und teilte ihr mit, um was es sich dabei handeln würde. Jede einzelne Zutat hatte Hermine selbst in der ersten Klasse bereits kennengelernt. Hermine, sagte Ginny leise, sieh mal, das Ei einer Aschwindlerin. Sie hielt Hermine eine durchsichtige Packung vor die Nase. Und was soll er damit anstellen? Fragte diese plump zurück. Einen Amortentia brauen? Außerdem hat er ein solches Ei längst. Alles, was hier steht, steht auch in seinem Vorratsschrank. Ich weiß nicht. Hermine verfiel in das, was Harry gern Grübelstarre nannte. Mit einem Knuff am Arm war sie schnell wieder in der Realität, sodass sie eher zu sich selbst sagte. Etwas Ausgefallenes sollte es sein. Harry nahm Ginny die Packung mit dem Ei ab, um es sich anzusehen. Da sagte er nebenher, dann frag den Verkäufer, wenn du nichts findest. Während Ginny und Harry sich weiterhin Zutaten ansahen, die sie nie in ihrem Leben gesehen hatten, stellte sich Hermine hinter die Kundin, die sich für das fertige Zaubertrankset für Kinder entschieden hatte. Mr. Heat bemerkte Hermine und sagte, während er das Set in Geschenkpapier einwickelte, einen Moment bitte, ich bin gleich für Sie da. Hermine lächelte und nickte. Nachdem die Dame endlich bezahlt hatte und gerade den Shop verließ, sagte Hermine. So ein Set wäre nicht schlecht. Soll es ein Geschenk werden? Fragte Mr. Heat. Hermine bestätigte wortlos, sodass er noch fragte. Haben Sie eine bestimmte Vorstellung? Es sollte etwas Außergewöhnliches sein, nichts Übliches. Verstehe, sagte der Verkäufer lächelnd. Einhornhaar vielleicht? Nein, ich meine wirklich ausgefallen, machte Hermine deutlicher. Vielleicht etwas, das man hier bei Ihnen nicht im für Kunden zugänglichen Verkaufsbereich findet? Der Verkäufer zog eine Augenbraue in die Höhe und fragte dann, wie alt wird der Kleine? Sie blinzelte ein paar Mal, bevor sie belustigt erwiderte. Der Kleine wird 44 Jahre alt. Mr. Heat lachte einmal kurz auf, weswegen Ginny und Harry sich zu ihm umdrehten. Mit einer freundlichen Miene wollte er wissen. Welchen Beruf übt der junge Mann denn aus? Er ist Lehrer für Zaubertränke. Die Augenlider ein wenig zusammenkneifend, deutete er mit seinem Finger auf sie und sagte, jetzt weiß ich auch, warum Sie mir so bekannt vorkommen. Sie waren schon einmal in meinem Laden, zusammen mit Professor Snape. Sie nickte bestätigend. Dann wollen wir den Professor mal nicht mit Einhornhaar langweilen. Wie wäre es mit richtigen Raritäten? Solange es nicht so teuer wird. Sie hatte sich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie viel sie für Severus ausgeben wollte. Andererseits hatte er ihr einen Kniesel geschenkt und der war bestimmt nicht preiswert gewesen. An welche Preisklasse dachten Sie so, Mrs.? Miss Granger, stellte sie sich zunächst vor. Und ich weiß es nicht. Ich wollte erst einmal schauen, was Sie so haben. Ich würde maximal 100 Galleonen ausgeben, aber nicht mehr. Hermine wollte nicht verraten, dass sie im Moment gar nicht mehr als 100 Galleonen mit sich führte. Wie wäre es mit Akromantula-Gift? Ich wette, davon befindet sich nichts in seinem Besitz.
Hermine nickte, denn das Gift der Riesenspinnen hatte sie bei ihm wirklich noch nicht gesehen. Mr. Heat öffnete eine Schublade hinter seinem Tresen und holte ein dunkelgrünes Fläschchen hervor, welches er ihr zur Ansicht gab. Das sind 300 Milliliter, die Standardmenge, die wir hier vertreiben, erklärte er. Sie können gern den Korken entfernen und daran riechen, um die Qualität zu prüfen. Aber achten Sie bitte darauf, dass Sie nichts an die Finger bekommen. Davon überzeugt, dass Mr. Heat nicht noch einmal eine schlechte Zutat für Severus wählen würde, sagte sie. Nein, ich glaube Ihnen, dass es eine gute Qualität hat. Er nickte, bevor eine weitere Zutat vorschlug. Wie sähe es mit dem Grabhornpulver aus? Ich glaube, das hat er auch nicht, antwortete Hermine, der auf einmal ganz schlecht wurde, denn der Verkäufer hatte bisher zwei der teuersten Trankzutaten genannt, die es auf der Welt gab. Kurz im Lager verschwindend kam er mit einem Glas zurück, in welchem gräuliches Pulver zu finden war. Wieder reichte er es ihr, sodass sie das Etikett lesen konnte. Das Glas und das Fläschchen mit dem Gift stellte sie auf den Tresen, denn beides würde sie nehmen wollen. Venomosa Tentacula, sagte Mr. Heat mit einer hochgezogenen Augenbraue. Oh, die züchten wir in Hogwarts? Hermine war auf einmal ganz stolz, dass Pomona solch teure Pflanzen selbst zog. Machte Mr. Heat, als er sich weiter seltene und preisintensive Zutaten ins Gedächtnis rief. Vielleicht etwas vom Erumpent? Nein, das ist mir zu explosiv, winkte Hermine ab, denn sie wollte nicht riskieren, dass ihr auf dem Weg zum Geschäft der Zwillinge vielleicht noch die Einkaufstüte detonierte. Was würde denn das Gift und das Pulver zusammen machen? Das macht dann 64 Galeonen, für Sie nur 60, Mrs. Granger. Vielleicht darf's noch eine andere Aufmerksamkeit sein? Ein besonders stabiler Kessel? Wir haben auch selbst umrührende und faltbare Kessel im Sortiment. Glaube, so ein Schnickschnack ist nichts für ihn. Jetzt machte sich auch Hermine Gedanken darüber, was man noch wählen könnte. Ein Messer, das alles schneidet? Wenn er so eines noch nicht haben sollte. Er nimmt immer meines, unterbrach Hermine und wurde sich plötzlich darüber bewusst, dass Severus nicht ein einziges Mal gefragt hatte, ob er es benutzen durfte. Ein Mörserset aus Achat würde bestens zum selbst erstellten Geschenkset passen. Mörser kann man nie genug haben. Der Mann zeigt dir einen wunderschönen hellblauen Mörser mit passendem Stößel aus Achat. Beinahe hätte sie aufgrund des schicken Aussehens zugegriffen, doch es ging hier nicht um die Schönheit, sondern um die Funktion. Und Mr. Heat hat recht, denn Mörser konnte man nie genug haben. Dann nehme ich den auch. Was macht das alles zusammen? Fragte Hermine, die bereits ihre Geldbeutel zückte. Wir wären dann bei 73 Galeonen, Miss Granger. Gut. Dann nehme ich die drei Sachen. Soll ich es als Geschenk einpacken? Fragte er höflich und sie nickte, denn dann könnte sie sich diese Arbeit sparen. Sie wissen es sicher? Sagte Mr. Heat, während er bereits Papier herbeizauberte. Dass Sie diese Waren vor übermäßigem Sonnenlicht schützen müssen, nicht wahr? Hermine nickte erneut. Den Laden verlassend, sagte Harry: Das hat ja eine halbe Ewigkeit gedauert. Ich hoffe, du hast jetzt alles. Ich weiß nicht, ich würde ihm ja gerne noch was schenken. Das Gläschen mit dem Pulver und die Flasche mit dem Gift sind nicht gerade groß. Hermine, sagte er und legte seinen Arm in freundschaftlicher Geste um ihre Schulter. Es kommt doch nicht auf die Größe an. Weasleys zauberhafte Zauberscherze war brechend voll. Denn Fred und George hatten schon vor Wochen ihre neuen Feuerwerkskörper für Silvester in den Tageszeitungen per Anzeige angepriesen. Ist das nicht? Begann George und Fred beendete den Satz. Unsere kleine Schwester. Hi, ihr zwei. Grüßte Ginny strahlend.
Wie geht es euch beiden? George präsentierte mit beiden Händen die vielen Kunden und Fred sagte: Die kaufen uns den Laden leer, wenn ihr was Bestimmtes sucht. George führte den Satz mit leiser Stimme zu Ende. Dann finden wir sicherlich noch etwas im Lager. Ach, Harry wirkte ein wenig nachdenklich, während er eine Packung mit Knallbonbons betrachtete. So ein paar Knaller würde ich schon gern für Silvester kaufen. Du, Harry, musst hier gar nichts kaufen, stellte Fred klar, und Harry rollte daraufhin mit den Augen. Die Zwillinge gaben ihm schon immer alles umsonst, was er aus ihrem Laden haben wollte, nur weil er ihnen damals das Startkapital für das Unternehmen geschenkt hatte. George näherte sich Hermine, die vor einem Regal stand und die Verkaufshits betrachtete. Na, meine Gute, vielleicht nochmal Interesse an einem Tagtraumzauber? Sie grinste verstohlen, sagte jedoch: Bin aus dem Alter raus, mich in ein romantisches Piratenabenteuer zu stürzen. Andererseits war die Erinnerung an die halbstündige und sehr real wirkende Abwechslung extrem verführerisch. Obwohl... Sie hielt inne und kämpfte mit sich. Für dich auch nur zum halben Preis, flüsterte George ihr zu und machte ihr somit die Entscheidung noch viel schwerer. Du bist gemein, George, schimpfte Hermine, doch sie beruhigte sich sehr schnell und Verzückung spiegelte sich in ihrem Gesicht wieder. Geht der halbe Preis auch, wenn ich zwei nehme? Breiter konnte George gar nicht mehr lächeln. Zwei gleich. Nicht, dass du mir abhängig wirst. Nein, das passiert schon nicht, versicherte Hermine, denn den anderen würde sie verschenken. Habt ihr denn noch die Piratenabenteuer im Angebot? Ja, aber wie du ja schon gesagt hast, bist du ja aus dem Alter raus. Wir hätten... Er nahm sie am Arm und führte sie durch die vielen Menschen zu einem Regal. Wir hätten beispielsweise das Urlaubsabenteuer. Es stehen 10 verschiedene Länder zur Auswahl. Magst du Bergsteigen oder Skifahren? Er zeigte auf eine andere Box. Hier haben wir den Ich-bin-ein-Held-Traum. Den brauche ich wirklich nicht, nörgelte Hermine. Oder wie wäre es mit einem Kindheitstraum? Du bist mit Hilfe dieser kleinen Box im Nu wieder ein Kind, Hermine. Das ist besonders bei den älteren Zauberinnen und Hexen absolut begehrt. Ich bin erst 24 und kann mich noch sehr gut an meine Kindheit erinnern. Na dann. Er kam näher an sie heran und flüsterte ihr ins Ohr. Wir haben da auch eine Abteilung für über 18-Jährige, wenn du verstehst, was ich... George! Wies sie ihn empört zurecht. Dann eben nicht. Nimm einfach den Überraschungstraum. Da weißt du wirklich nicht, was dich erwartet. Aber es ist definitiv nichts Schlechtes, empfahl dieser und nahm eine der Boxen aus dem Regal, auf der tatsächlich fettgedruckt Überraschungstraum stand. Mit welcher Art Überraschung muss ich da rechnen? Fragte sie zögernd. Wenn ich das verraten würde, dann wäre es doch keine mehr, oder? Angst brauchst du nicht zu haben. Die sind wie die anderen ab 16 Jahren freigegeben, Hermine. So ein Überraschungstraum ist nichts anderes als einer aus dem gesamten Sortiment. Und wir haben mittlerweile 142 verschiedene Tagtraumthemen im Angebot. Ich empfehle den immer, wenn ein Käufer unentschlossen ist, erklärte George, und Hermine ließ sich tatsächlich 2 von den Überraschungsboxen zum Preis von einer geben. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.